Die schwarzen Steine. Kannst du noch, kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum kleiner Dachs lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem gern dabei. Die Landschaft ist wunderbar und so hoch in den Bergen leben sicher ungewöhnliche Tiere. Vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja, das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Männchen kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe, das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Oh. Hä? Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Felkloß. Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Schon noch loswerden. Hab keine Angst. Oh, ist das kalt. Oh, wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden? Kleiner Donner.
Was ist denn, mein großes Pony? Du machst ja auch Sorgen, was? Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Oh, wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti. Und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist. Gut. Mir ist ja seltsam. Mir ist richtig mollig. Wow. Ist das schön. Erstaunst du, was? Schön, nicht? Schade nur, dass kleiner Donner nicht hier ist, um das auch zu sehen. Wir haben die ganze Nacht gesucht und keine Spur von Yakari. Nicht eine. Hoffentlich hat er einen Unterschlupf gefunden. Was sollen wir tun? Kleiner Donner? Witterst du etwas? Oh nein! Wölfe, die sind ganz in der Nähe. Schnell weg von hier, Yakari. Zurück! Komm, kleiner Donner! Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den Wölfen. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wenn ich nur wüsste, wie ich meinen Vater und Kleiner Donner wiederfinden... Nanu? Kleiner Donner! Vater! Da! Die Wölfe! Yakari, lauf schnell weg! Ich halte sie auf! Steig auf! Folge mir, Yakari! Nein, Vater, tu das nicht! Wir müssen dem großen Wapiti folgen! Du musst weg von dem Wapiti gehen! Die Wölfe werden sich alle auf ihn stürzen! Bitte vertrau ihm, Vater! Er hat mir das Leben gerettet! Dann ist es gut! Ich vertraue dir, mein Sohn! Bleibst du stehen, Wapiti? Sie kommen! Wir dürfen nicht anhalten! Seht doch mal! Vater, das ist unglaublich! Sie sind völlig verunsichert. Die wissen nicht weiter. Vorsicht, da kommt einer! Zum Glück habe ich Hufe. Der arme Wolf. Da hat sich einer die Pfoten verbrannt. Ein seltsames Stück Erde. Da, sie geben auf. Wir sind alle gerettet, Yakari. Und das nur durch den Wapiti. Er kennt die Geheimnisse der Berge. Das verdanken wir auch dir, mein Sohn. Dir und deinem großen Wissen über die Tiere. Und dann auch deiner Gabe, all die Tiere zu verstehen. Na los, geh noch mal zu ihm. Er scheint auf dich zu warten. Du hast mich zweimal gerettet, großer Wapiti. Das werde ich dir nie vergessen. Auf Wiedersehen, Yakari. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Yakari? Hier, sieh dir das mal an. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Der Boden ist kochend heiß. Darum ist der Schnee hier weggeschmolzen. Und die Tiere wissen, dass durch die Wärme hier eigentlich immer Sommer ist und sie genug Futter finden. Seltsam, der Boden, der uns von dem Feuer trennt, das im Innern der Erde unter unseren Füßen wohnt, muss hier viel dünner sein.
Unter unseren Mokassins ist Feuer? Sicher, Yakari. Es ist ein so wildes und glühendes Feuer, dass sogar Steine drin schmelzen. Das würde ich gern mal sehen, das Feuer. Manchmal kommt es vor, dass es aus der Erde ausbricht. Nur kann das sehr gefährlich sein, Yakari. Und das hier hinterlässt das große Feuer uns Menschen nach so einem Ausbruch. Diese schwarzen Steine suchen wir hier. Du kannst ihn in die Hand nehmen, Yakari. Er ist längst abgekühlt. Es gibt sie hier in Hülle und Fülle. Das tut gut. Wir liegen auf einem kuscheligen Bett aus Feuer. Der hier ist für dich, Regenbogen. Das ist einer der Steine, für die wir losgezogen waren. Er kommt ganz tief aus dem Innern der Erde. Oh, danke, Yakari. Der ist wunderschön. Na und? Hast du nicht gefroren? Der Eiswind da oben muss doch gemein gewesen sein. Nein, mir war eher heiß. Sehr heiß sogar. Und nächstes Mal, wenn wir die schwarzen Steine suchen gehen, kannst du gern mitkommen.